Herzlich willkommen zurück zu... Hey! Zurück zu Dark Souls 2... Nee. Ich meine natürlich zurück zu Final Fantasy 8 und im letzten Part sind wir ja nochmal zurückgegangen, um von Professor Odyne seine Karte zu holen und es... Ich habe es davor getan, also ich habe quasi offscreen aufgenommen, die Kartenspiel... die mich zum Sieg verholfen haben, wodurch wir dann Ward bekommen haben und dafür mussten einige Karten noch dran glauben. Die hier, glaube ich. Nee, oder? Ja, irgendwelche mussten noch dran glauben, weil ich einfach schlechte Karten manchmal hatte und dann war einfach Ende. Und ich habe noch etwas geändert, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es schon getan habe. Ja, er hat hier jetzt ein paar, er hat jetzt hier fünf, Squall hat jetzt hier fünf Guardian Forces. Grund dafür ist, dass wir jetzt dafür sorgen, dass wir geschützt werden für Morbul später dann. Und wir haben Saugen auf Zustand Zustandsangriff und was das bewirkt, das werdet ihr dann nachher noch sehen. Und bevor wir dann jetzt zum Lunas Gate gehen, wir müssen zum Lunas Gate und da waren wir ja quasi schon und es war nämlich genau das, wo ich nicht hingegangen bin, diese Abschussrampe. Das ist nämlich unser Ziel. Und das Problem ist, was dann auftaucht. Ein weiteres Kartenspiel, was wir gewinnen müssen. Und ich hoffe, dass die Karten, dass die Regeln genauso gut verlaufen wie hier, dass wir auf einmal gar keine Regeln mehr haben. Das hat mich echt gerettet. Denn dieses Same, Wall, Same und kompletter Bullshit. So. Und vielleicht habt ihr es, glaube ich, schon manchmal bemerkt. Ich laufe manchmal einfach automatisch nach unten. Das liegt daran, dass mein Controller, den ich benutze, schon wieder kaputt ist. Das heißt, ich muss mir irgendwann demnächst, wenn der neue Monat anbricht, vielleicht ist er auch schon angebrochen, wenn ich das Video hochlade, aber ne, ich nehme im Mai auf, so soll gesagt sein. Und ja, so. Hier seht ihr, das meinte ich gerade. Damit habe ich nichts zu tun. Wo war das hier? Beim Tierhändler will ich immer was kaufen. Und zwar... zwei Vergissmeinnicht. Und... ja. Zwei Kraftreife. So. Damit können wir...
unsere beiden Leute noch ein bisschen mehr boosten. Ja, komm, ich will hier raus. Danke. So. Nämlich mit den Vergissmeinnicht können wir... Ach, da unten ist es schon. Ein paar... Ein paar Sachen verlernen lassen. Siren hat ja so ein paar Sachen, die sie nicht braucht. Wie zum Beispiel das da. So, dafür erlassen wir ihr aber... das hier erlernen. So. Jetzt müssen wir gerade noch kurz gucken, was Irvine hat für Leute. Brothers Pandemona oder Quetzalcoatl. Ja, also wieder hier unser Vergissmeinnicht. Ah, Quetzalcoatl, was hast du denn? Komm, lass mal Quetzalcoatl hier. HP braucht keiner. Kraftreif. Quetzalcoatl. So. Damit können jetzt Squall. Kann jetzt Squall ein bisschen stärker werden. Wir könnten dafür sorgen, dass halt. Dass er OP wird. 182. Und er hat es schon. Ja. Gut. Er müsste es auch schon haben, ja. Wohl. Wir könnten ihn natürlich jetzt auch noch stärker machen, indem wir das machen. So. Bisschen Arbeit muss man ja trotzdem noch hier. Also damit wären wir jetzt erstmal bereit, weiterzugehen. Oder ich eher. So, aber wir werden jetzt einfach mal uns noch einen Wagen kaufen. Leiden. Und dann ganz flott zu Lunas Gate hinfliegen. Alles klar. Aber vorher noch kurz speichern. Dann sind wir jetzt quasi fertig. So. Haben wir abgespeichert. Jetzt kann eigentlich erstmal nichts mehr passieren. Und ich kann dann den Speicherplatz wieder benutzen, wenn ich gleich beim Kartenspiel verscheiße. So. Alles klar, da... Ist Money in the Bank, auch nicht schlecht. Haben ja gerade viel ausgegeben. Was? Vom Streifschiff bleiben ein übrig. Okay. Ich will ja nur hier hin. Muss aussteigen. Aussteigen. Alter. Danke. Scheiß Auto, ey. So. Irgendeine Abschussrampe. So, hi Kollegen. Was geht? So, ich weiß aber nicht mehr ganz genau, was hier passiert. Wie gesagt, CD3 ist immer so, wir haben auf sie gewartet, bitte hier entlang. Oh, ist eine Frau, die gleich aussieht wie mit der da unten. Wow! Alles okay, ich kümmere mich um Rinoa. Ja, Hündchen, mit dem wir noch nie was zu tun hatten. Führt mich rein. Und der Hund wird alleine gelassen, oder was? Ihr seid Passagiere? Genau. Dann kommt mit mir. Oh oh. Da sind die drei Damen. Der Zielort ist zwar weit entfernt, aber es dauert nicht lange. Ihr werdet fast durchgehend schlafen. Wo sollen wir eigentlich hin? Ich werde euch den gesamten Vorgang einmal erklären. Zunächst steigt ihr in eine Kapsel hinein. Dort werdet ihr eingeschläfert. Wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, wird die Kapsel abgeschossen.
Wenn ihr irgendwann aufwacht, werdet ihr schon am Ziel sein. Das wäre der gesamte Vorgang. Es ist nicht ungefährlich. Seid ihr bereit? Einen Moment. Ich muss mich seelisch darauf vorbereiten. Eigentlich kann man ja, wir können ja tauschen. Immer wieder. Also, bereit. Wir sind bereit. Du kannst jetzt bestimmen, mit wem du fliegen willst. Das Mädchen wurde schon eingeschläfert. Such dir eine weitere Person aus. In der Zeit müsste jemand meine Macht versiegeln. Wir können Mama nicht alleine lassen. Ich bleibe bei ihr. Ist das okay, Squall? Aha, du bist mein Carrier. Hm, was mache ich? Okay, er bleibt hier. Als Bodentrupp. Ich verlasse mich auf dich, Xel. Yeah, Mann! Alles klar, er bleibt hier unten. Squall, sei unbesorgt. Sie ist eine Hexe, vergiss das nicht. Okay, wer kommt mit mir? So, ich würde sagen, da ich glaube, ja komm, wir nehmen Kistes mit. So, der Rest bleibt hier unten. Ja. Okay, die Passagiere bitte einsteigen. Ladies first. Oh, da ist keiner da. Oh, doch. Was ist das denn? Ein Riesenrevolver. Die Kapseln sind in Position. Lebenserhaltungssysteme laufen. Katapult in Bereitschaft. Maschinen laufen reibungslos. Fehlerkorrektur plus 2. Umlaufbahn minus 1. Korrekturen beendet. Feuer! Yes, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Alter, what? Ja, nachladen. Feuer frei. Ich hoffe, das Squall es packt. Er schafft das schon. Das wird schon werden. Ja, wir sollten dann langsam gehen. Hey, wo gehst du hin? Hey, warte doch. Wow, hey. Alles klar, hinterher. Ups. Was ist denn jetzt los? Schnell, raus. Bitte, was? Was ist das denn? Was ist das für ein riesiges Ding? Ist das dort nicht die Hauptstadt? Was? Dann ist Professor Üne ja in Gefahr. Xel, wir sollten auf alle Fälle in die Hauptstadt. Vielleicht weiß Professor Üne genaueres. Jo. Ich brauche dann noch jemanden. Der Rest bleibt hier und wartet. So. Tschüss. Ah, jetzt können wir Xel spielen. Kann der auch Auto fahren? Naja, komm, wir laufen einfach mal. Ein paar EP sind nicht schlecht. Oh, Blade Shot. Ah. Das tat weh. So, jetzt gibt's Rache. Ein verstärkter Xel. 3000 Schaden. Was zum... Da habt ihr es gerade gesehen. Das ist der Fehler meines Controllers. Leicht nervig. Alles klar. Ja, 3000 Schaden ist jetzt nicht die Welt. Komm, Alter, das dauert mir zu lange. 3000 ist nicht viel. Ja. Reicht aber vollkommen aus.
Oh, Irvine ist 39. Aber ich glaube, wartet mal. Ja, Alter. Ich glaube, wir ändern das mal gerade so. Ja. So. Wo ist er? Da. Das ist blöd. Warte mal. Wer gibt bei ihm denn Stärke? Der nicht? Ach, er. Also das heißt Pandemona dann aber auch. Okay. Das Zugquetzerkotel wieder und den. So, dann muss das eigentlich alles so laufen. Oh, ich habe immer was im Auge. So, und du bekommst dann... Du lässt ihn los und bekommst ihn. Ja, seht ihr. Er ist auf jeden Fall stark genug. Ja, komm, Erstschlag. Ja, er hat 216. Deswegen würde ich sagen, kriegt er hier noch ein bisschen... Kriegt er hier noch ein bisschen Stärke-Bonus. Ja, damit er schön jetzt pro Level, er hat ja noch einige vor sich, dazu bekommt. Ja. So. Dann driven wir mal weiter. Wo war das? Ach, hier. Hier müssen wir irgendwas machen, aber ich weiß nicht mehr genau was, ey. Das ist so bitter. Ich will halt alles genauso perfekt wie möglich machen und nichts vergessen. Aber es ist doch schon schwer, wenn man sich nicht mehr genau erinnern kann und keine Komplettlösung auf dem rechten Bild, auf dem zweiten Bildschirm hat. Das wäre aber auch ein bisschen... Ah. Dachte gerade schon, So. Panik. Alles klar, die Ankunftsanimation einfach mal rückwärts spulen. Was fährt immer noch? So, ab zur Residenz. Würde ich sagen. Ja. Perfekt. Weiterfahren. Geht ja schneller, nicht wahr? Okay. Alles klar. So. Dann geht's ab ins Residium und mit Professor Udyne sprechen, fragen, was das Dingen da ist, dieses riesige Steinmonstrum. Aber das haben wir schon öfter gesehen. Das war doch mal bei diesem Labor, wo Laguna gearbeitet hat. Und einmal, als sie da bei dem Rubrum-Drachen, da haben wir doch auch so was riesiges, schwebendes gesehen. Im Hintergrund. Vielleicht wissen die hier ja mehr darüber. Zack. Professor Udyne. Ist nicht hier. Gut. Dann wahrscheinlich links jetzt, weil da waren wir ja noch nicht. Auch nicht. Keine Befugnis, keine Befugnis. Hä, wo sollen wir denn dann hin? Sag jetzt bitte nicht, wir müssen jetzt zu dem Labor. Was für... Ja, wenn er nicht hier ist, dann muss er ja beim Labor sein.
Und nach dem 50. Mal diese Animation, diese Filmsequenz anschauen, ist auch nicht mehr toll. Okay, da war hier also Sackgasse. Vielleicht fragen wir mal einfach die Leute. Hilft ja manchmal. Hallo? Ich wollte mal fragen, was jetzt los ist, aber niemand ist in der Residenz. Ist das vielleicht das Ding, das im Luna-Labor aufbewahrt wurde? Ah. Oh, noch mehr Geld. Wer weiß. Hat Professor Dünne schon wieder etwas angestellt? Okay. Eis. Geil. Alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal zum Labor. Scheiße, ey. Richtung Einkaufszentrum. Wir sparen uns auf jeden Fall Weg. Eine Menge. Weiterfahren. Denn jetzt müsste eigentlich... Genau. Endstation. Okay. Dann lassen wir nochmal hier durch. So, dann gehen wir jetzt einfach mal zum Labor. Wie viel Geld haben wir noch? 180.000. Okay, reicht gerade so für ein Auto. Ja, ich hab das Geld, Junge. Oh ja, Xel, geh du einfach mal durchs Auto. Ist auch ganz schön. Also mache ich auch jeden Morgen eigentlich, wenn ich weg will. Dann gehe ich einfach durch das Auto und nicht am Auto vorbei. Hier, fahren wir mal hier lang. Okay, Jungs. Und Mädels. Jetzt geht's aber mal weiter hier. So. Hier vielleicht. So, wir steigen aus. Speichern. Ja, sah witzig aus. So, was ist hier los? Hier, komm. Hier war doch mal so ein großes graues Ding, oder nicht? Der Ort ist schon seit langem still. Wenn kein Forschungsobjekt mehr da ist, gibt es nichts zu tun. Okay, dann ist es dann vielleicht bei dem Hexamatorium-Dingen. Alles klar. So, wir gehen einfach mal alles ab. So, dann müssten wir doch da, wo ich auch schon mal war, wo wir nicht reinkamen. Bleibt einer übrig. Alles klar. Gut, gute Einheit. Da weiß ich noch ganz genau, wie viel ich fahren muss. Das hier sieht vielversprechend aus. Diesmal kommen wir... Nee. Halt, stehen bleiben. Halt, stehen bleiben. Oh. Stopp. Stop. Wait a minute. Wo ist denn dann... Alter... Wir waren jetzt überall. Was ist das? STR-Station, Lunagate. Was ist die STR-Station? Lass da mal hinfahren. Oh. Ich hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Im Residium scheint er nicht zu sein. Oh. Ist noch ein kleiner Weg. Lol, da ist das. Da ist das Riesen... Alter. Ja, schöne Kamera. Ich wollte mir das Ding angucken. Danke. Ist aber ein Riesenteil. Ach so, warte mal. Nee, hä? R-Station. Irgendwo da. Das ist das Residium, nicht wahr?
Pandora Forschung. Oder ist das einfach nur... Mal gucken. Ja, hier ist die Erdstation. Da wahrscheinlich, der Flugplatz. Okay, dann schauen wir uns einfach mal in der Stadt nochmal genauer um. Also ich bin gerade aufgeschmissen bis aufs Letzte, das merkt ihr vielleicht. Aber, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist die Musik anders, das heißt, hier müssten wir eigentlich richtig sein. Theoretisch. Praktisch ist das bestimmt wieder was komplett anderes, aber wir kriegen nochmal Geld. Als hätten wir ja noch nicht genug davon. Wir könnten theoretisch auch mal die, unser Level erhöhen. Ja, guck mal, hier waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Gut, dass das auch dran steht, dass da Left und Links, rechts ist. Links und rechts. Was ist hier? Professor Eden ist noch im Labor. Ah! Hier müssen wir hin. Beben. Wollen Sie ja? Nein, doch will ich. Professor Lüne geht ziemlich gut. Er hatte lange nicht mehr eine so gute Laune wie jetzt. Alles klar, danke. Ich gehe da doch mal vor. Ah, guck mal. Hier waren wir auch schon mal. Doppel. Hier, Irvine. Lass es dir schmecken. Okay, da ist wahrscheinlich wieder hier Irvine drin. Rinoa. Endlich geht's weiter, Leute. Wird aber auch mal Zeit. Wer möge die Lunatic Pandora steuern? Zu welchem Zweck? Die Galbadianer haben sie geborgen. Wir müssen Alarm schlagen. Oh. Dies werde nicht nötig sein. Sie werde diese Stadt nur passieren. Wenn das so ist, aber sind Sie sicher? Nur Tears Point, hä? Hi, was geht ab? Ihr seid gekommen. Das Ganze erregt mich aufs Höchste. Was laberst du da? Galbadia und die Lunabla. Lange wartet ihn auf diese Gelegenheit. Die Lunatic Pandora. Dieses große Ding heißt Lunatic Bando. Lunatic Bla? Was soll denn der Scheiß? Was geschieht hier eigentlich? Ihr möget Erklärung hören. Eine Freude sei es mir, oder? Udyne der Auserwählte habe die Pandora damals untersucht. Modifiziert habe man das Ding. Nö. Und geforscht habe man das Ding. Das will kein Arsch hören. Ihr möget es hören. Was genau passiert jetzt? Geduldet. Ihr möget es hören, oder? Der Feind steht schon vor der Tür. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Erzähl, was wir machen sollen. Fass dich aber kurz. Kurz? Ihr möget nur eine kurze Erklärung? Schade, oder? Eine schwierige Sache sei die Pandora. Ihr möget die Pandora von innen aufhalten. Diese Karte zeigt den Weg, oder? Oder der Typ geht mir jetzt schon auf die Eier. Das ist die Karte von Esther. Die Lunatic Pandora befindet sich an diesem Punkt. Ah. Ich habe die folgende Route errechnet. Sie wird auf jeden Fall die Stadt passieren. Ich vergrößere die Karte. Die Innenstadt besteht aus der äußeren und inneren Straße. Ah. Die Lunatic Pandora wird das Labor und das Einkaufszentrum passieren. Die Lunatic Pandora wird das Labor und das Einkaufszentrum passieren. Ja, da. Nach unseren Berechnungen benötigt sie dafür circa 20 Minuten. Jetzt werden die Kontaktpunkte von Lunatic Pandora berechnet. Der erste Punkt ist in der Stadtmitte. Sie erreicht sie nach 5 bis 8 Minuten, also wenn die Restzeit 15 bis 12 Minuten beträgt. Der nächste Punkt konnte zwar nicht genau geortet werden, aber wir schätzen, er ist dort, wo die Überbrückungen sich kreuzen.
Dieser Punkt wird nach 10 bis 15 Minuten, das heißt, wenn die Restzeit 10 bis 5 Minuten beträgt, erreicht. Im Norden des Geschäftszentrums befindet sich der letzte Punkt. Sie erreicht diesen Punkt nach 17 Minuten, wenn die Restzeit 3 Minuten beträgt. Oh, okay. Das sind die drei Punkte, die sie passieren wird. Diese Karte werdet ihr folgen. Mit B3 möget ihr euch ansehen und die Route bestimmen. Alles klar, aber ich würde sagen, da jetzt gleich ein Zeitpart beginnt, werde ich den Part jetzt beenden. Und im nächsten Part werden wir dann die Aufholjagd beginnen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein.